Hallo und herzlich willkommen zurück bei Watch Dogs 2. Wir sind im Hauptquartier der abgefahren krassenden Bude, haben uns... Ach, guck mal. Soll hier tatsächlich sowas wie Spiegelung möglich sein? Endlich mal ein Spiel, in dem das funktionieren soll. Wir werden es herausfinden... Was ist das denn? Keine Ahnung. Da müssen wir mal gucken, wie wir da dann rankommen. Huch. Ja, aber nicht jetzt. Wo war denn hier der Ausgang? Hallo? Ah ja. Also ich soll erstmal das drücken, um mein Handy zu öffnen. Und dann Nudel. Nein, ich soll in die DeadSec-App gehen. Da ist ein neuer Auftrag für mich. Hauptoperation Blumen, Hauptoperation Spazierung im Park. Die nehmen wir doch. Hallo Welt, Missionsziel. Verfolge die neue Mission mit der DeadSec-App. Briefing, es liegt an dir, DeadSecs Bekanntheitsgrad in San Francisco zu erhöhen. Je öffentlicher DeadSec-Stops sind, desto größer wird ihr Botnet-Macht, die ihnen für ihre Operation zur Verfügung stehen. Mission verfolgen. Mission wird verfolgt. Reiche die Mission Dolores Park. So. Öffnen. Ja. Schön. Ach, ich bin ja froh, dass das jetzt... ich weiß nicht, ob ich so unten dürfte, aber... Das ist auch echt... kein Kommentar dazu. Überhaupt kein Kommentar dazu. Aber ich bin ja froh, dass das hier technisch wenigstens... Achso, okay. Läuft. Es lohnt sich, die San Francisco Bay Area zu erkunden. Schalte deinen NetHack überall an, um Belohnungen und Operationsinfos aufzuspüren. In interessanten Gebieten gibt es immer etwas zu entdecken. Ach, was? In Sperrgebieten findet man oft Tüten mit Geld. Sehr viel Geld. Wenn du interessante Gegenstände einmal entdeckt hast, werden sie in Noodle-Maps angezeigt. So, da hinten müssen wir. Die App ist runtergeladen und ich bin im Park. Was teste ich denn? Mach Profile von deiner Umgebung. Leute, Geräte und so. Schau, was du rauskriegst. So finden wir unsere nächsten Ops. Und indem wir Ops durchführen, die den Leuten wichtig sind, wecken wir ihr Interesse an DeadSec. Je mehr Follower die App runterladen, desto mehr Infos kriegen wir. Der Kreislauf des Lebens. Oh, und schau, ob du Komponenten findest, die bei unserer Forschung helfen. Hipster Kaufmann! Die App ist ein Data Mining Tool. Das tut es. Okay, ich hab's kapiert. Also, was jetzt? Das liegt bei dir. Du kannst tun, wonach dir gerade ist. Wir posten Orbs in der DeadSec-App. Und für die kriegen wir Follower. Und Follower sind unser Tester. Follower bedeuten Computer. Damit kriegen wir mehr Rechenleistung und damit größere und krassere Orbs. So. Suche in NetHack orange Signale, um Nebenoperationen zu finden. Drücke R, um NetHack zu öffnen. Ja, okay. Eddie Meiner, Pianist. Mit dem muss ich jetzt reden. Hey, also was war das mit Bobo Dix? Bobo arbeitet doch an einem neuen Album, ja? Hab davon gehört. Du wirst es nie hören. Der Wichser Gene Carcaney hat gerade Millionen geblecht, um es für sich allein zu kriegen. Was will ein großer Pharma-CEO mit einem Rap-Album? Der Typ hat eine riesige Bobo-Sammlung. Und sicher will er das Ding an seiner Wand, wie eine verfickte Trophäe. Er lässt einfach seine Kohle raushängen. Weißt du, ob Bobo angenommen hat? Hat sich noch nicht dazu geäußert. Aber er wird's tun. Ist viel Geld. Vielleicht ist noch Zeit für eine Intervention. Zeit für eine was? Der Name Gene Carcaney sagt euch doch sicher was. Das ist das Arschloch, das im Fernsehen damit prahlt, dass er den Preis für Leukämie-Medikamente anhebt. Ach, der meistgehasste Mann in Amerika. Wieso fragst du? Der ist ein riesen Bobo-Dakes-Fan. Er hat gehört, dass Bobo in der Stadt neue Songs aufnimmt und Millionen geboten, um das Album für sich zu haben. Echt dämlich. Das macht Bobo niemals mit. Der echte nicht. Also werden wir es für ihn machen. Ich werde mal sehen, ob Bobo uns ein paar seiner neuen Tracks leiht. Als Beweis, dass wir echt sind. Wie kontaktieren wir Carcaney? Ihr durchsucht für mich Interviews, Podcasts, was auch immer. Findet ein paar brauchbare Sätze. Wir machen ein Soundboard. Wow, gefällt mir. Na, guck. Missionsziel erfüllt. Ganz viele neue Operationen verfügbar.
Dieser Ton ist fürchterlich. Also. Overquesten halt, ne? So, ein hoher Preis. Online-Operation. Das sparen wir uns mal kurz auf. Vorabzugriff, Missionsziel, Hacke, Bobo Dakes, Telefon in San Mateo, Briefing um den Pharma-Magneten, Magnaten, Gene Kakani, eins auszuwischen, brauchen wir einen Beweis, dass wir Bobo Dakes sind. Das bedeutet, dass wir uns bei Dakes einen unveröffentlichten Track besorgen müssen. Du findest ihn in San Mateo, Mission verfolgen. So, wie weit müssen wir? Kilometer, also anderthalb sogar. Da macht es doch etwas her, wenn wir uns einen fahrbaren Untersatz organisieren, den es hier scheinbar aber nicht so in der brauchbaren Klasse gibt, wie wir es haben wollen. Was kommt jetzt? Marcus? Leute? Der Cyberdriver-Trailer ist draußen. Oh ja, super. Hey, seht ihr nicht ohne mich an? Wir sehen uns im Hackerspace. Bin unterwegs. Nee. Aber, warte. Notruf, worum geht es? Schnell, schnell! Ich brauche hier sofort die Cops! Die Polizei ist unterwegs, bitte bleiben Sie ruhig. Oh, das sind wahrscheinlich wir. Okay. Retro, hast du Lust, Primate-Infos zu klauen? Und, hast du was für mich? Einer der Lakaien ist in deiner Umgebung. Hack dich da mal rein, aber lass dich bloß nicht erwischen. Du weißt, wie Primate drauf ist. Okay, wir gucken mal, wie das so abläuft. Das wird bestimmt ganz super. Das wird bestimmt richtig super. Oh Mann. Ja, sein Rahmen für Operationen mit höherem Schwierigkeitsgrad, mehr Punkte für Ablehnung. Okay. Gut, wir suchen scheinbar dann Koop-Partner. Mein Auto ist weg. Oh Mann. Naja, ist ja noch früh nach Release, ne? Von daher kann das ja alles sein. Lieferung finden und zerstören. Guck mal, da hinten ist doch eine Kamera. Da lässt sich doch vielleicht irgendwas mit erledigen. Zerstören. Das, da kann man nichts machen. Ja, da kann man nichts machen. blöd. Okay. Und kommt da jetzt einer hin und geht? Ich meine, geht da jetzt einer hin und... Jawohl. Theo, hier ist jemand. Was denn jetzt? Ich... Schreckt mich doch nicht so. Warnung, du betrittst sein Sperrgebiet. Okay. So, Mission und Fortschritt, wie man Geld verdient. Esse, schließe Aktivitäten in der Welt ab, sammle Tüten mit Geld, verkaufe Werte an Hacke Personen, um ihr Bankkonto. Ja, ja, okay. Gut. Ja, das ist jetzt auch die...
Da. So. Ja, minimalletal halt, ne? Ich sehe das schon, das wird genau mein Spielstil. Die Granate. Aha. Na. Mission gescheitert. Naja, war ja auch nur so ein Online-Ding, ne? Das haben wir ja beinahe, also das haben wir schon in Watch Dogs 1 so gehandhabt. Warte mal und... Ne, so zum Abbrechen. Ich halte gedrückt. Ne. Ich würde dir jetzt doch tatsächlich gerne einfach wieder zu der normalen Mission zurückkehren. Und zwar Erfolg nicht verfügbar. Mission beenden. Ja. Ach so. Also wenn das der nahtlose Multiplayer ist, dann finde ich den gar nicht so nahtlos. Steht mein Auto hier noch? Nein. Was passiert jetzt? Hilfe! Geh weg! Achso, letzte Verbündete. Will dich nicht, will dich nicht. Halt! Und gleich nach der Pause sprechen wir mit einem ehemaligen Street Artist. Sweet Tea, wie in der Szene genannt wird, möchte sein neues Buch promoten und eine brandneue Modelinie. Mit T-Shirts, Kappen und Schmuck. Äußerst bemerkenswert. Da ist so ein Fremder in meinem Auto. Nee, warte, hier hin. Und ich wollte eigentlich gerne... Ein hoher Preis. Mission verfolgen. So. Wegen die etwas schaffen hier. Kommt's ja überhaupt nicht voran. Naja, so sehen wir wenigstens mal ein bisschen was von der Gegend. Ist hier auch mal was. So, da hinten können wir was anderes zum Hacken. Oh, Silicon Valley, hallo! Ich würde gerne dieses ganze Online-Gedödel am Anfang erst echt gerne ausstellen. Zumindest so lange, bis ich einigermaßen verstanden habe, was wir hier tun. Also, der das nicht toll findet. Kennt das ja nicht toll. Marcus, Primate hat Daten von uns in die Finger gekriegt. Fuck, wo sind sie? In einem Auto. Sie fahren schnell. Und Marcus, irgendjemand verfolgt sie. Ich schätze, jemand will das, was sie wissen. Ich suche mir was Schnelles und schnapp sie mir zuerst. Marcus, sie entkommen. Du musst schneller fahren. Jo, ich bin dabei. Komm schon. Super, neutralisieren. Das kriegen wir. Die kriegen wir hin. Die blöden... Uah. So. Also... Okay.
fast kein Problem. Quasi. Bringt uns auch nur kaum vom ursprünglichen Plan weg. Weg da! Neutralisiert. Putzi! So. Aber wir wollten ja eigentlich, dass sie hinten hätten. Ich komme auf die Uhr. Ja, ein paar Minuten haben wir noch. Das kriegen wir gehackt. 500 Gramm gehacktes, bitte. Die Karre ist cool, die möchte ich gerne behalten. Darf ich aber wahrscheinlich nicht, ne? So. Hey, hör zu. Hm, ja gut. Geh erstmal. Nudelt nach Selbstmord. Ah, okay. Bringt uns jetzt nicht. Ah, natürlich. Ich höre gar nichts auf diesem Scheißding. Aha. Okay. Da kommen wir nicht hoch. Kann der auch schneller fahren? Hm. Wer bist du denn? Hey je, hallo? Hm. Eigenartige Leute, die hier wohnen. Der hat schon Drohne. So ein Arsch. Was das? Ich habe einen neuen Bobo-Track, den die Welt noch nicht gehört hat. Wie kommt das Soundboard voran? Yo, ich bin Bobo Dix, Bitch. Perfekt. Also, wie kontaktieren wir Karkani? Ich besuche mal sein Anwesen. Bei der Aktion muss ich sein Gesicht sehen. Ach du Scheiße. Juhu. Warte, ich hätte da noch eine bessere Idee. So, ich muss eben kurz mal... ein hoher Preis. Folgen nicht verfügbar. Müssen wir jetzt wieder zurück zum... Ja. Alles klar, dann pesen wir da mal hin. Du Penner, stehst mir voll im Bild. Entschuldigung. Liebische Freude. Eine Karre. Oh, fährt gut. Oh, fährt. Wow. Angebumst. So nah und doch so fern. Ja, diese Online-Sachen weiß ich noch nicht, wie spektakulär ich das denn alles finde. Tschüss.
Nice Crash. War schön mit dir. So, dann würde ich sagen, bringen wir die nochmal zu Ende. Achso, ich will nicht, dass der hier rumlungert. So ein Lungertyp. So. So. Bin etwas verwirrt. Was müssen wir denn tun? Heck dich in Jean. Achso, Mission abgeschlossen. Achso. Na gut, da würde ich sagen, da machen wir dann an der beim nächsten Mal weiter. Und ja, ich sag mal, macht's gut und bis dann, euer Hegatjörn. Ciao!